Hallo und willkommen zu Henry Stickmann. Das Spiel, in dem man ein Strichmännchen spielt. Und ich glaube, es kam 2020 oder so raus, was irgendwie auf Steam, keine Ahnung, re-released von Flash Games. Das ist auch ein neuer Teil dabei oder so. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt. Es kam 2020 raus, aber das ist natürlich ein Klassiker. Also ich habe ein neuer Teil ist irgendwie dabei. Ich weiß nicht mehr viel darüber, aber ich hab, glaube ich, Breakout of Prison, Breaking the Bank vielleicht auch. Die hingen ja auch immer so ein bisschen zusammen. Es gibt irgendwie viele Möglichkeiten, man muss irgendwas ausführen, dann gibt es irgendwie viele Möglichkeiten, wie wir sterben ja, können. So wie ja, absolut. Ich mag das Voice-Acting. Das habe ich noch nie gehört, aber man kennt auch die Figuren, ne? Ich kenn's auch überhaupt nicht. Ich sag's auch nicht. Ich hab's so gern gespielt und, naja, okay, dann ist kein Wunder, dass wir nie drauf kamen, das zu machen. Das ist Hockys Bruder. Weil als du es vorgeschlagen hast, dachte ich so, oh, das war so easy, das hätten wir längst mal machen müssen, aber ihr kennt's gar nicht. Ich hab's oh ja, wir können, was wollen wir wählen? Es sah am Anfang für mich ein bisschen wie MacPixel aus, muss ich ehrlich sagen. Wie alt war ich da, als die ersten Teile rauskamen? 4. Ich war Big Fan, ich wollte auch sowas machen in Flash. Es ist MacPixel. Ja. Ach, Bios, warum stand das da? Der Laser war schon mal keine gute Idee. Ich würde sagen, wir Wrecking Ball? Ja, Wrecking Ball ist doch easy. Das schlägt dir dann einfach. Wir wollen in die Bank, das ist doch einfach. Ja, also guck ihn dir an. Ah, hast du einen Schein dafür, Kollege? Einfach wortlos so. Hä? Was willst du denn? Was? To unlock a buy or right click character when you see them. Naja. Oh, wir haben hier sehr kann viel. Man die Story naja. Sehen, oder wie? Sehr viel Fanservice. Bisschen Background. So, eins davon ist also richtig. Schaufel. Irgendwie so, ja. Die Schaufel ist so das Richtige, oder nicht? Keine Ahnung. Fully weiß es direkt schon wieder. Ja, natürlich. Ich meine, was denn sonst? Was soll da schief gehen? Ich glaube, er weiß nicht. Oh. Okay. Oh nein. Das könnte schief gehen. Ich dachte, zum Beispiel das Feuerzeug. Direkt vor die Security oder sowas. Ich dachte, weiß, der würde auf der anderen Seite wieder raus oder so. Generell kann man sich ja nicht in sowas rein. Also. Der Teleporter ist doch da ist ja ich auch sage, Disguise ist das Richtige, okay? Ja, schätze ich auch, ja. Ich sag Teleporter, okay. Teleportiert uns irgendwie in den Weltraum oder so. Ja. Machen wir Sprengstoff. Ja, das wird's auf keinen Fall sein. Nee, Sprengstoff ist zu simpel. Ja, das ist auch wirklich. Das ein bisschen ja asynchron. Ich meine, in gewisser Weise hat's geklappt. Handle it with care. Teleport. Drück einfach. Ah, nee, ich weiß was sogar noch, was passiert, glaube ich. Ich glaube. Oh. Oh nein. Ich glaube, die Spiele haben ähnliche Dinge, die passieren können. In irgendeinem Teil ist der Teleporter auf jeden Fall so, dass er dann durch Wände läuft und sich freut und dann kann er aber irgendwie nicht aufhören, beziehungsweise er kann nicht mehr zurück in die Materialität und dann. Es war so klar, dass Disguise richtig ist. Das ist nämlich das Langweiligste. Er ist dann nur noch so durchsichtig irgendwie. Das ist das Langweiligste, das will man nicht. Hallo, ich bin Geld, nehme ich mir. Oh ja, wir haben ich bin der Geldtransporter. Vor uns. Schicker Schnauze. Was hast du, Bulli? Siehst du den Geldsack da vorne? Ich glaube, den haben wir verloren. I think it's supposed to be like more of a vault, you know? Oh, that makes sense. Fort Knox. Das ist ja mich so sehr in 2010. Ja, kommt hin. Jetzt sind wir drin. Sind das Kartoffelsäcke gewesen? Oh. Aber ich glaube, unser Abenteuer geht weiter. Meinst du? Sollte der richtige Pick gewesen sein. Ich dachte, wir sind jetzt durch. Die Story beginnt! Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt müssen wir nämlich entkommen, Episode 1! Das war das Spiel. Wir sind im Gefängnis. Unangenehm. Ich wusste auch nicht, dass der Henry Stickmin heißt. Mit I. Not really. Oh, den Teil habe ich gespielt, ohne das davor, glaube ich. Oh, wir haben ein Paket bekommen. Danke, Oscar. Meinst du, dass ich das Okay, da haben wir also auch gecheckt. Erneut 6 Sachen drin oder so. Ich würde den Topf verwenden, um zu entkommen. Yeah. NRG-Drink. Ah, also. Offensichtlich den Drill. Sagen wir einfach mal... Das ist keine Übung, Folie. Ich calle, dass der Energy-Drink richtig ist. Oh, ich dachte, das Cellphone vielleicht. Ich sollte es nicht vermuten. Energy Drink ist nämlich schon wieder das Langweiligste. Aber Fully, wir mit dem Drill anfangen. Ja, und damit piercen wir den Himmel. Ja, finde ich auch gut.
Dann piercen wir den Himmel. Glaub an das mich, was ja. ich dich glaub. Ja, Mann. Wir sind im Keller, Fully. Max, dass das hinterhergezogen wurde. Wir sind im Badezimmer. Na, oh, was? Oh, es geht weiter, okay. Das war richtig? Ja, es gibt, glaube ich, sogar manche Sachen sind. Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Nehmen wir es. Mehr Steps. Aber es war so ein DJ, ne? Walk ah, das. Oh, das ist Gate. Johnny. Das ist mein Ending. Just der Gadget the Gate. Slider to the right and you will become as opaque. That means wie lange geht denn das jetzt? You uneducated folks. As you want, not only that, but the more opaque you get, the easier it will be for you to pass through solid objects. Okay. Ja, jetzt kann er kann das Ding nur nicht zurück. Ach, scheiße. Guck mal, wie gut er es noch findet. Oh, der ist gleich im Grundwasser. Ich wusste es. Oh. Tiefer als das Grundwasser. Nicht gut. Lief nicht gut. Das hätten sie eigentlich mal rauspatchen müssen. Crowbar. Ich dachte, der würde die Tür aufmachen. Ja. Du Idiot. Sag mal, wie weit oben im Gebäude wurden wir eingesperrt? Ja. Oh shit, Morgi, schnell. Was? Oh. Holy shit, du wurdest erschossen. Du Loop. Das ist, muss ich das mit Tastatur? Nee. Ich, glaub, mit, ich muss eine Richtung einfach Pfeiler. Wählen. Ja, ja. Wo mal auszuweichen hier jetzt. Kackbuhn. Geh doch nach oben oder nach unten. Ja. Yeah. Ich bin nach unten gegangen, alles gut. Der Shotgun! Der fucking Shotgun! Der schießt mir nicht in den Rücken, keine Sorge. Nee, ist Johnny, er kann nicht treffen. Shit. Au. Das sollte es vielleicht auch ausweichen. Wieso sind das Action-Kommando-Spiele? Das ist das... Darauf war Morgi nicht vorbereitet. Mein Mauszeiger ist sehr winzig, möchte ich anmerken hier ja, für sowas. Ich sehe ihn nicht. Wir sehen gar nicht. Yeah. Das ist so Matrix-Shit. Das war gerade dieser Leon-Move aus Resident Evil. Das ist wirklich Matrix. Bruder, du hast keine Waffe. Ich bin nicht ready. Er hat keine Waffe. Ready. Er hat Fingerguns. Oh mein Gott. Ich bin überhaupt nicht ready. Freeze. Sag ich doch. Du warst wirklich nicht ready. Ja, war ich nicht. Ich weiß auch nicht, was du machen musst. Einfach nur klicken. Ich muss einfach klicken. Irgendwo hin? Ja. Ja, klick. Klick doch. Klick doch. Und zwar jetzt. Klick! Wow, das war echt nicht viel Zeit, möchte ich an. Ach so. Was? Oh mein Gott, was? Was? Ja, scheiße. Da würde ich auch sagen, glaub, den will ich mich nicht anlegen. Ja. West Mesa. Ach, schön. Das ist die anderen Black Mesa. Yeah! Yeah! Badass Alter, Bust-out. Wir haben direkt den Badass Bust-Out geholt. Yo. Das war das coole Ending. Das war nicht alles. Wir hatten den richtigen Riecher. Das würde ich mal sagen. Ich wusste, es gibt drei Endings. Drei Endings. Und ich das nochmal neu machen? Warum ist ja kein... Das ist so eine Art Chapter-Auswahl. Ja, da gehen wir hin. Energy genau. Drink! Okay, das war das andere, was Morgi dachte. Ich dachte, der wird richtig. Was er von Erfolg gekrönt sein könnte. Oh, ich dachte, der ah ja, stimmt! Oh, das ist so gemein. Oh, ist das super schnell? Nee. Ja, ist es. Das ist Dio. Oh. Okay, das, wenn das passiert. Ja. Ich trinke viel Kaffee. Warum vor allem der Blutdruck. Das haben X-Men. X-Men haben sich viel von diesem Spiel abgeguckt. Das ist einfach nur Quicksilver. Ja, Mann, yeah. Der Donut. Sweet Dreams am Ende. Ich dachte, Fully hat die X-Men-Referenz zu sehr zu schätzen gewusst. Ja, dachte ich auch. Nee, als ob ich die kennen würde. Ja, Mann, der Donut. Oh. Ja, das habe ich noch erinnert. Das ist so gemein. Oh. Side effects include nausea, headaches, rapid heart rate and possibilities of stroke and or heart attack. Nice. Ich mag das, dass es immer so, dass es direkt so eiskalt stumpft und immer kommt. Ich meine, ja, okay. Das sind gute Spiele. Warte, jeder wird jetzt erst eins aussuchen. Jeder sucht halt aus. Fully hatte den Bohrer, ich hatte Energy Drink, Maeve. Cellphone. Ich nehme den Rocket Launcher natürlich. Stark. Aber das ist ein modernes Gerät. Oh, wir haben so viele. Jake Kelly war einer unserer Anwälte. Oh mein Gott! Das ist eine Phoenix Wright-Reference. Meinst du? Ja. Das hast du aber früh gecallt. Ich mag es, dass die Stimmen so viel leiser als die Soundeffekte sind. Einspruch. Die Frisur. Is that correct?
Is it not obvious? Was? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence. Welchen Anwalt hat mir denn angerufen? Stand da Phoenix Wright oder? Ja, F Wright. Ah, okay, deswegen. H Wright. Was haben wir für einen Beweis, dass wir da nicht waren? Also, der sagt mir schlecht, ne? Security Footage, man sieht. Ich würde nicht, sagen, Johnny wählt super, aus. Dass man auch den Badge hier aus. Johnny wählt aus. Ja, ich nehme den Badge. Ich flex erstmal ein bisschen rum mit meinem, also ganz oben links. Au. Oh. Und dann musst du oben klicken, Prism. Ja, es zeigt, dass du ein Anwalt bist. Das kann man nämlich in-game auch machen und das ist auch immer so, dass er dann so sagt, ja gut, und jetzt? How exactly does this prove anything? Das ist genau wie, wir spielen gerade einfach nur Phoenix Wright. Time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. Oh. I find the defendant, Henry Stickmin. Gute Arbeit, Johnny. Ja, nur, dass man in Phoenix Wright hat man ein paar Leben. Da darf man sowas verkacken. Fully. Ich sag, es ist Security Footage. Ne, warte mal, was ist der Rest? Was ist der Zettel und wir das Bild? Wir müssen uns ja vor allem Fake verteidigen. Doctor's Analysis, Floor Plans of Bank. Weil wir waren's ja. Wir können den Fall ja gar nicht lösen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wir müssen ja lügen. Ja, wir sind Anwalt. Richtig. Nee, es ist das Teleportier-Device-Ding. Ja, Phoenix hat immer das Glück, dass er meistens den Angeklagten zurecht verteidigt. Aber meinst du, der teleportiert sich jetzt weg, wenn das tut oder so? Okay, es war wieder falsch, ja. Well, ja. I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to prolong this trial. Ja, diese... Ich kann es nicht skippen. Ja, genau. Oh, ich dachte, diese Endings sind gerade ein bisschen... Ich dachte, da kommt immer ein Unique Ending. Weniger brutal. Nach Fully war ich dran. Ich sage, es ist... Der Sack. Komm. Easy. Take that. Ich kann gar nicht im Sack gewesen sein. Oh ja, ist es. Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then how did he tie the knot from the outside of the bag? Richtig. Oh my god, ja. Oh ja. He was inside the bag. It'd be impossible for him to tie that knot on the outside. Ja, dann hat sich halt ein Kopf. Oh mein, das ist so Phoenix Wright. Ja, ist es. It's simple. He didn't. My client wasn't hiding that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! Oh! Oh my god. What? Wie aufs Papierklopf. While I was in the bag, he was unconscious. Mir fällt gerade auf, dass ich meine erste Freeze-Ride-Erfahrung hier gemacht habe. Ich habe das echt viel später gespielt. Left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. There were millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, the victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. Yeah, so war das. Now, you guys can't... Aber ich und er und ach, Mann. Ich glaube, wir sind gekommen. It certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. Guilty. So ist Santa Claus presiding. Oh shit, wir sind raus! Easy. Ist ja gar kein Problem. Aber wie haben wir den Sack von innen zugemacht? Das ist die Frage, die ich mir wirklich stelle. Wir haben es nicht getan. We didn't. Oh yeah! Lawyered up! Lawyered up! Und direkt nochmal hinterher. Ja, stimmt! So voll wieder ausrauben, ey. Wie ein Hund hinterm Müllwagen. Okay. Den schnappen wir uns. Und als Johnny dann Phoenix Wright gespielt, dachte ich, das ist ja Henry Stickmin. Du hast den Rocket Launcher, Johnny. Ich hab's komplett vergessen, glaube ich. Ja. Ich mach jetzt einen Rocket Jump. Hey. Der ist sowas von tot, der Junge. Oh. Er ist wirklich sowas von tot. Oh, was? Oh. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Way to aim, buddy. Hey, Johnny, wir reden von dir. Das klingt wie Worms. Dann fehlen noch die Pfeile, glaube ich. Ja. Und Teleporter haben wir auch nicht genommen, oder? Oh, diesmal noch nee, nicht. Nee, haben wir auch noch nicht. Ah, wir haben wieder die Wahl. Fenster. Fenster fällt man ziemlich tief, oder? Nee. Stimmt, das hätten wir schon. Nee. Okay.
Wir sind vielleicht doch relativ tief gefallen, ey, die Tür. Ich kenne meine Hochhäuser. Dieses Berlin. Also, ich so Metallstein mit einer Pfeile durchzufallen, also das dauert auch ein bisschen. Holy shit! Oh, da war wieder nicht kampfbereit. Oh, ich erinnere mich! Ja, yeah, wir nehmen die Stange als... Holy shit, das hat geklappt. ...effektive Waffe. Ist das One Finger Death Punch? Ist auch schon wieder Matrix 2. Oder One so. Thing about me. Tight. Ja. Dann kämpfst du auf jeden Fall auch mit einer Stange. Oh. Granaten. Also eins davon ist ein bisschen aufregender. Was passiert ihm das ständig? Das wäre Ricky in TTT, ey. Oh, das ist cleverer. Ein bisschen. Sie werden niemals herausfinden, ich mein, dass wir hier waren. Wir müssen rein. Über sie rüber, ganz einfach. Oh, die Donuts. Nee. Wieso will der Hausmeister keine Donuts? Ich kann das erklären. Oh, shit. Fette. Das Fettsackende, okay. Ja, weil ich scheiß Shotgun schon parat hatte. Ja, das meine ich, ja. Als Polizist musst du allseits bereit sein. Oder Gefängniswärter, was auch immer. Meint ihr, wir sind fett, aber als Sigmund fällt es einfach nicht auf? Also ich bin nicht so schlank, ja. Maeve. Mit Jetpack habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das wird jetzt einfach abhauen, oder? Das erinnere ich doch noch. Oh, war mir so klar. Oder so. Ah! Warte! Was war das für ein Text? Mann, langer Text. Das war so ein Text, den man einen Screenshot muss, um ihn zu lesen. Oh, wir sind wieder hier. Hey! Oh, du bist zurück. Dann hast du ein großes Fenster. Du brauchst ein paar Stunden Jetpack-Training. Naja. Johnny. Auf jeden Fall die Plömpel da. Ja, yeah, die fühle ich auch. Nein, doch nicht so, du Idiot. Das müsste funktionieren. Weiß doch gar nicht, wo die davor schon waren. Bevor so, dein Gesicht damit abpömpelst. Ich weiß, wofür ich meinen verwende. Yeah! Sneaky Escapist. Easy! Kann ich mir sagen, wir gehen zum nächsten Level über. Ja. Okay. Wir müssen nicht jede Eventualität aber durchgehen. Aber Teleporter sah bestimmt cool aus. Okay, Teleporter machen wir noch. Du siehst cool aus. Danke. Dankeschön. Mal, die Allerdings haben wir schon mal alle. Die Dinger heißen offiziell, glaube ich, Saugglocke. Du bist eine Saugglocke. Das ist so Klopömpel. Oh, oh. Oh, shit. Oh, dude. Oh, man. Mies. Hatten wir sonst alles da? Wir hatten fast alle Endings. Ich weiß nicht, ob ich hier weiter kann gerade. Ach komm, wir machen alle, sonst sind wir später bloß. Vielleicht kannst du auf die Map einfach. Wir können im Rooftop noch die anrufen. Die meisten Sachen sind relativ schnell vorbei. Ah. Ist er überhaupt drinne? Magst du ihn vielleicht? Ah ja. Scheiße! Vorsicht, da war eine Glasflasche. Ich glaube, das war ein Picknickkoffer. Das ist eine Cola. Sag ich doch. Was habe ich gerade gesagt? Picknickkoffer ist keine Sache, oder? Picknickkorb, aber das war ein Rucksack. Warte mal, ich hab Déjà-vu, ich hab das Gefühl, wir hatten schon mal sowas. Scheiße. Scheiße. Ja, irgendwas in der Ersatzbank oder so. Ziemlich genau so, ich spiele aktuell Metro Exodus und ziemlich genau so ist der aktuelle Stand bei mir. Ich bin in der Wüste, man kann sich auch über so Seile herumschwingen. Oh, das heißt, das war ein ziemlich guter Eindruck davon, wie die zweite Overworld ist. Ups. Ich dachte, das erinnert mich sehr an Far Cry irgendwie mit diesen Seilrutschen da. Hättest du nicht SCD? So, da fehlt nur noch das Cellphone, das wollte Maeve doch noch sehen, oder? Ah, ne, das hatten wir. Haben wir schon. Ja. Stimmt. Ich hab doch gedrückt. Was fehlt hier? Ich werde das zweite Mal verkacken. Ach so, was? Ja, okay, sowas brauchen wir nicht mal. Moggy, was machst du? Was? Moggy. Das wird nichts mehr. Ich drück sogar Moggy. Öfter! Moggy! Was? Warte. Es geht nicht, keine Ahnung. Ich glaube dir, dass du es drückst. Klick. Wie hast du es vorhin gemacht? Ja, wie auch immer, STD. Okay. Ah, Stealing the Diamond. As the mayor, I hereby ja, oder Sexually Transmitted Disease. Danke, dass du den Joke zerstörst. Was? Simsong. Wieso zerstört? Zerstört. Job-Ideas, Janitor. Oh, shit. Buchstäblich, ja. Das, damit hat man zu tun.
Bastins nie. Bastin. Bastin, ganz klar. Reinbasten. Ja, das oh mein Gott, mit ganzem Flugzeug. Dass Heinrich Strichmann das ein Motorrad. Schönes Bastin. Nein. Der hat ziemlich viel kriminelle Energie, muss man sagen, ne? Ein bisschen. Ist ein bisschen so wie Wiley Coyote, wenn er Ram! Nicht kinderfreundlich wäre. Nicht die Wand rammen. Ich war noch nicht schnell genug. Alter, das ist ja ein E-Roller. Mit dem einen ging's aber noch gut. Kick! Rammen. Yeah! Oh. Was? Ich glaube, du musst Rammen nochmal richtig drücken, oder? Wie nochmal richtig? Oh ja, ich hab's spät gedrückt, scheinbar. Okay, okay. Was ist denn hier los? Da war Hattie Hattington. Das ist Phasmophobia. Ja. Lanze! Dass du nicht völlig übersteuert bist, Fully. Au. Ich bin übersteuert? Ja. Oh. So, Flail! Du Pflege! Schwer. Oh. Nicht schießen, bitte. Get it? Okay, I'll stop. I'll stop hanging around and do something. Okay. Ja, warte, warte. Ich muss mal dieses 8 Bios unten lesen. Na, Männer, ein bisschen rumhängen. Ja. Hey, das ist der Diamant. Let's go. Das war Amoras. Ah, ja. Oh ja, den nehmen wir mit. Das ist hartes Material, der geht nicht kaputt. Whoa, really? Yeah. That's when I decided I should probably get a different das job. Das ist Doom Breath. Hey, den kennen wir. Stein Reference. Less than das ist Windows, Wallpaper. Das ist Bildschirm schon noch. Oh. Der Security Guard war auch schon im 2 Sterne! Im ersten. Die können wir jetzt nicht. Doch, die kann man noch so loswerden. Schein! Muss ich nur verstecken, unten hinterm Baum. Officer down! 3 Sterne, die können wir jetzt nicht mehr so loswerden. Jetzt haben wir ein Problem. Bubble! Nicht der Sheriff. Yes! Unverwundbarkeit! Die Barre ist der Hammer! Die Barre ist der Hammer! Das ist wie bei den Powerpuff Girls. Barre ist der Hammer! Ja, okay. Na, war die langweiligste, sagen wir ehrlich. Sir, place your hands where I can see them. Ja, oder? Drive, Diamond. Oh. Was für Taktik! Ich meine, wir sind entkommen. Oh ja, let's go. Wo ist der Diamant? Und er ist da. Alter, was ein Ending! Intruder on a Scooter! Yeah, Metal! Oder Techno. Und wie willst du ihn jetzt loswerden? Wer kauft den? Warte, meinst du Blossom? Was machst du jetzt? Ich glaube, Blossom ist die langweilige. Ich hab keine Ahnung. 0 von 3? Sir, place your hands where I can see them. Wir haben einige Wege nicht gesehen. Ja, du warst ja schnell, das war gut. Du hast die richtigen Instinkte. Oh. Die haben gesagt, man soll sich nicht bewegen, oder? Ja, stimmt. Er hat den Tank erwischt! Den Tank von meinem E-Roller! Kann auch sein Kopf. Ich kann ihn bestechen. Ja, okay, er will nicht. Der Auspuff war so eindeutig kein E-Roller. Ich weiß nicht, warum ich das dachte. Was wird da? Ach, das ist das Intro wahrscheinlich. Was haben wir hier verpasst? Oh, nichts drücken. Oh. Klassisch. 0 von 2. Mit Metallstangen, die hinfallen, ist auch immer witzig, ne? Ah, hier ist auch wieder nichts Basket. Machen, eine Option. Okay. Die Nichtsmach-Optionen sind relativ langweilig, aber. Ja. Oh, stark am Körbchen! Oh. Oh nein. Nicht das beste Körbchen. Also, hätte ich auch einfach nur mit einem Richtige. Roller zu klauen, ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Ich meine, ja, ist auch besser als ein scheiß Ast, oder? Du hast mit dem Ast gar nicht gesehen gerade. Nee, das war nicht. Den machen wir jetzt. Ach, du hast gar nichts gemacht. Ja. Okay. Wait. Nein. Warte mal. Nein! Shit, ich hab schon wieder. Die Bubble ist einfach zu verlockend. Da kann ich nichts machen. Die Bubble und klickt einfach drauf. Das überhaupt klappt. Was kommt her? Keine Ahnung. Magische Blubberblase. Natürlich reflektiert das Bullets. Wo ist Mr. Incredible, wenn man ihn braucht? Schieß! Feigling! Okay. Dafür gibt's einen Kopfschuss. Das ist ein Federal Offense, ja? Naja. So, hier nichts. Wave goodbye ahead, Waker.
Boom, Headshot. Alter. Okay. Das war also die Sticky Grenade. Warte, wir ja, haben ja aber erst 15 von 40. Ich finde interessant, wie... Achso, du kannst vielleicht da oben draufklicken, dann geht's weiter. Oh, warte mal, der Anfang war wahrscheinlich viel zu gut von uns. Ah, ja. Ich wollte gerade sagen, ja, sneak in. Oh. Also fang an, Fully. Liquidificator. Stark. Ja, was soll ich mir darunter vorstellen? Ah, okay, er turn yourself into a liquid and bend your molecules around or through any object. It's fantastically easy to use. Jetzt habe ich nachgeschaut, ob kam Flüssigkeit nicht einfach durch eine Wand. Jetzt fällt es wieder nach unten, oder was? Bist du, also ich meine schon, also... Er wurde zum Blauen und dann ist er am Boden versunken. Nö, also Döcher funktionieren schon. Er sieht eh aus wie der Bruder vom Blauen. Anti-Gravity Cap. Wollen wir die überhaupt her? Internet? Wir sind vorbereitet. Oh, die Blase, ja. Quellekatalog. Oh, oh. Das war Etsy. War aber ja aus dem Neckar, Mann. Johnny. Die. Oh, ich nehme den Shrink Ray. Ich bin großer Fan von Schrumpfthematiken. In irgendwas. Ah, er kann durch den Ritz da laufen. Oh, das ist einfach ist so nur. Das ist keine Spinne jetzt oder sowas. Vorsicht, der hält dich für ein Blatt und dann frisst er dich. Oh. Oh, und dann bin ich wohl dran. Ich will die. Warum bricht er sich die Beine? Nee. Oh oh. Das ist in jedem Videospiel, wo man sowas hat. Es läuft immer so. Sweet flip, bro. Was ist noch übrig? Teleporter und Pick. Pick! Mm-hmm. Das ist mein Pick. Oh, das ist sogar Minecraft. Oh. Oh. Minecraft ist alt genug. And, used it to escape. And then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this please. Oh! Oh, nimm die Waffe! Schau euch sein schwer verzerrtes Gesicht an. Das glaubt ihr, wie weh das tut. Ja, sehr. Die Waffe im Hintergrund. Oh. Das ist das Gleiche. Craig, pretend the you were good joking. One, right, guys? Hey, das ist ein Plan, man. Die planen. Glaubt ihr, nichts machen ist irgendwann mal richtig? Nein. Oder? Doch, irgendwann weißt bestimmt. Was? Man hat so viel Zeit gerade. Ja, ja, ich sehe es gerade. Ich sehe deinen Punkt. Du hast man so hat auch völlig viel Zeit, ne? Mhm. Vielleicht gehen die gleich einfach weg, und weil sie gequatscht haben. Guck, ja, die reden ja noch. Ja, ist wie ein Hitman. Manchmal musst du einfach nur warten. Was soll hier schon passieren? Spürst du den Zug? Ja, es ist wie ein Hitman. Okay. Du denkst, okay, ich werde jetzt einfach warten, bis sie weglaufen. Und dann denken sie sich, Moment, ich sehe da noch jemanden. Nee, die haben den Windzug gespürt, haben sie gesagt. Ja, der hat den Windzug gerade gespürt. Ist irgendjemand ein Mann? Der Retro-Room! Retro-Raum. Da kann man nicht wollen doch nicht, wir wollen doch eigentlich in... Aber der Diamant... Ist das die Jimmy Neutron-Ausstellung? Warum ist Tunesier im Retro-Raum? Weil der Diamant von da ist. Mhm. Oh mein Gott, Gulliver Gumba! Oh, Morgi, bei einer Sache kannst du aber nicht wieder stehen, oder? Easy. Die zu holen ist immer eine gute Entscheidung gewesen. Einige Videospielreferenzen gerade. The Baby. Aber nur Nintendo-Spiele. Ja, so, das und sind Crowbar. Auch die einzigen Videospiele. Ja. Die Crowbar ist von Mario, ne? Ja. Na, ich meine, abseits von der Crowbar ist halt so Nintendo-Referenzen. Im Raum hier sind ja auch, ist ja das Jiggy von Ben. Schreiben wir vom Good Ball. Ein Good Ball. Ein guter Ball. Das ist ein Gasball. Oh nein. Oh mein Gott, das Feuerrot. Die Rüpel. Ah, Feuerrot. Tim und Joe. Bin ich nicht gut drauf zu sprechen. Ich auch nicht. Ah, verstehe. Wir haben keinen. Gott. Hat geklappt, pass auf, ja. Ist okay, wartet. Was sollst du drücken? Ganz normal. Dreimal okay. Ist in Ordnung. Oh. Nee. 1, 1, 0, ich mag's, dass die Buttons 1, auch 0, komplett 1, 0, 0, verschoben 1, 0, sind. 1. 116 von 40. Friend. Was steht da, Fully? Kannst du das lesen? 2. Oh, Timo? Oh mein Gott, ja! Der Detective ist da. Ich bin Super Mario. Super Mario kommt hier durch. Oh Gott. Yoshi. Hockey.
Was ist wir das haben verschiedene hier? Meinungen, was das ist. Geht's in Henry Stickmans Escape in Garry's Mod? Moggy! Das Problem ist, dass sie eine riesige Kanone hier haben. Mhm. Ist es von Maeve? Ja, sicher. Chaos Containment? Control. Chaos Control. Ist das, was Chaos Control ist? It's coming from the museum. My god. It's over 9. Ah. Nein. Yeah. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Who's watching, Chief? Get back to work. Was? Sorry, Chief. Okay. Push one button in this pressing situation. Oh mein Gott, die Entscheidung schwer. Tactical Nuke. Mhm. Ich glaube, da kann man nichts machen. Ja, willst du eine Nuke outlaufen? Outlaufen? Da hättest du einfach outrun sagen können. Ich war schon tief drin und hab mich dagegen entschossen. Willst du aus der Nuke rauslaufen? Ein Orbitalschlag. Oh, Schutterwub, haben wir ein paar Isaac-Fans. Guck mal, ein Farmer. So, sprich, irgendein komisches Meme, das jeder vergessen hat. Ja. Und das basiert auf dem Mund von. Ich will mir einige Sachen noch sehen, glaube ich, die wir vergessen haben. Na, wie heißt er denn? Nimm das Promillezeichen. Das war klar, Fully. Oh, Motte. 1, 3. Oh Mann, vergiss ihn natürlich. Ich dachte, er schreibt Esel. Oh nein, oh nein, der hat durch Null geteilt! Oh Gott! Das ist ein Mathematiker-Joke. Naja, okay. Jesus Christ! Der ist er dann. Q, destroy, swear. Ist ziemlich copyrighted, wie mir scheint. Das ist der Captain-Segen, Mann. Oh nein, der eine! Ich weiß nicht, wen du meinst. Lass dir einfach dein Blut trinken. Ich glaube, du sollst flüchten. Oha. Das waren aber wir haben nicht. Den Diamanten nicht. Ich glaube, wir müssen um unser Leben retten. Nein, warte mal. Durch die Explosion kommt der Diamant genau in unsere Hände jetzt, oder? Nee, ich weiß ja nicht. Runterfully. Ja, Moment. Ich bin zu aufgeregt. Verdammt. Slow Motion. Ja, ich glaube, Fully ist da eine Sache auf der Spur. Yes! Let's go! Das ist ein Zufall. Just plain epic, meine Freunde. Das war einfach nur geplant. Plain? Episch. Das war einfach nur Flugzeug-episch. Denke mal, das episch. Ach ja. Ja, der Retro-Raum, da haben wir noch nicht alles gesehen, oder? Okay. Ja, das ist Hitman einfach. Wenn man Hitman spielt, das ist... Darauf läuft's hinaus. Da hinten liegt jemand bewusstlos, dann rennst du durch und dann ist die Wache und du denkst ja, shit. Das ist wirklich Hitman gerade. Was mache ich jetzt? Ich schieße ihm ins Gesicht. Meinst du, es kommt irgendwann Hitman? Ja. Henry Hitman? Moment, ich wollte eigentlich die... Ich hätte auch nach links gehen können an dem Punkt. Naja. Ja, und wenn du das zweite Mal startest, Hitman, dann wirst du auch erwischt. Crowbar hatten wir nicht. Ja, tatsächlich, es ist wirklich die Kurve aus. Woher sollte die sonst sein? Ja, Hä? Ich hasse es, wenn das passiert. Ja, habt ihr recht. Ich auch. Die Kurve gab es ja schon öfter als seit. Nur aber ihr müsst noch eine Stufe warte zurück. Warte mal, ja oder? Genau. Es gibt ja noch das dritte Ending, oder? Bastian. Ob wir nochmal was mit Sneakin machen können? Ja, irgendwas. Nicht alle. Ich glaube auch. Haben wir gemacht, bei Sneakin waren noch ein paar Sneakin Sachen übrig. Noch, ja. Der Übersicht an sich nicht. Nicht? Aber wir hatten... Den Teleporter hier, glaube ich, nicht. Hatten wir nicht, ne. Der funktioniert immer anders. Ah ja, das war das. Oh. Au. Es hat geklappt. Aua. Aber wir sind noch am Start. Es war sehr realistisch von der Schwerkraft her, möchte ich anmerken. Falcon Punch! Hier gibt's so viele... Guards, was da gibt's auch ein Isaac-Item, aber gut, wir machen Falcon Punch. Falcon Punch! Also, wir wissen, dass er das nicht kann. Ach so, weil es nur einer kann. Ich verstehe.
Naja, Ganondorf ist auch so ein bisschen, also. Der läuft doch jetzt gegen die Wand, weil er nichts mehr sieht, oder? Ja. Ist gar nicht, wo der ist. Oh, der Penny in der Ritze. Der Penny ist bestimmt richtig. Ja. Ich mag, dass das als Betäubung beschrieben wird, einfach. Weil wir nicht straight up in der Waffe rein können. Hä? Das macht keinen Sinn. Er ist irgendwo in den Lüftungsschacht reingeflogen und umgeleitet. Ja. Das ist auch eine Hitman-Taktik. Ich wollte gerade sagen, ebenfalls wieder Hitman. Okay, okay. Wormhole-Rifle, eindeutig. Die hätten wir doch gleich nutzen können, oder nicht? Als The Portal Gun, oder? Ja. Ja. Die hätte uns einiges erspart. Scheiße. Das ist Bernd das Brot. I'm surprised we weren't able to go down there with an amazing portal technology. Nein. Ich meine die Zuschauer da draußen, wir werden sie nicht machen. Hey! Tut dir was weh, Fuli? Das war richtig. Ja. Hammer! Das ist ja der Hammer. Das war eine SpongeBob-Anspielung. Ja, ich glaube auch. Morgen geht wieder ein Lauf. Oh mein Gott, das war das wirklich eine SpongeBob-Anspielung. Ich möchte anmerken, in Day of the Tentacle gab es ebenfalls so eine Stelle, wo ein Bildhauer war und dann hat er einen Linkshammer bekommen, aber er ist Rechtshänder und dann zerbröselt er auch die Statue mit einem Schlag. Ja, ich habe auch das Gefühl, das könnte so Warner Bros. Early Cartoon. Käse! Werf den Käse! Oh, du sollst sie werfen, du Affe. Yeah. Ja, was hat das jetzt gebracht? Das wäre einfach Hockey mit einem Diamantenklauen. Warum Käse? Sieht doch ein bisschen aus. Oh, das, so. Meint ihr, das ist die SpongeBob-Referenz? Ja, das ist ein Hockey-Charakter, der Stickman. And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Welches Spiel ist das da nochmal? Das ist der Windows 98 Bildschirmschoner. Snapneck? Oh, Snapneck. Ich dachte, das war irgendeine. Au, au. Nicht deinen! Irgend so ein Wolfenstein oder so, so ein frühes. Ho! Ich hab dir von den Treppen erzählt. Rifle. Her damit. Johnny! Wie hast du's verkackt? Das frag ich mich auch immer. Man, those first-person shooters make it look so easy. Nein, tun sie nicht. Ich hab den Controller gespielt gerade, Moggy. Jump! Das klang wie Dragon Quest. Der ist sehr schwer. Den Diamanten auf den Kopf. Erschlag ihn. Ich wollte gerade sagen, kann man nicht einfach, genau. Ja. Oh mein Gott! Shit. Oh nee. Oh nee. Oh mein Gott, das ist mit das beste Anziehen Ending, was? Anziehen, Burglar. Du hast einen Mod begangen. Ja. Was sind denn immer diese Credits am Ende? Erlebt hat er den Schokokuchen gesehen? An wen hat er lebt das gute Leben. An wen hat er diesen Diamanten abgetreten? Wie konnte er den verkaufen? Lasercutter. Why you no bleed? Okay. Weil verbrannt. Ich glaube, wir sind durch. Nee, wir haben noch den Drops. Man blutet dann wahrscheinlich nicht. Oh, wo ist der Sound nochmal? Among Us. Ja, stimmt. Ach, warte, sind das nicht die? Ist das nicht der Entwickler von Among Us? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, Among Us ist, glaube ich, von den Machern. Oh, würde passen. Ja, das fast ist geschafft. Fast geschafft. Damals, als Among Us rauskam, war das für mich eine Sache, Mate. Ich dachte, oh, das ist von den Henry Sigmund-Leuten ein neues Spiel. Von Inner Sloth, ne? Das ist jetzt Among Us. Yo. So habe ich von Among Us erfahren, auf Twitter, glaube ich. Well, well. Look, you finally decided to wake up. You've been quite elusive. But man sieht das halt auch, finde ich. Das ist alles so aus wie Among Us. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty. We just can't pin them down in crime. Also, it's Cinti British. We'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempted robbery, breaking yourself out of prison. Das kann ich erklären. Even stealing a Tunisian diamond. Nee, das habe ich nicht gemacht. Der Penny. Penny hat eine gute Stimme. And we'll drop all charges against you. Verstanden. Das ist auch schon wieder Hitman. Ah, stimmt, es ist hier das Raumschiff von
Nee, damit meine ich, wir werden einfach losgeschickt, um irgendwelche Gangsterbosse auszuschalten. Aber das Raumschiff kennt man auch irgendwo her. Die Sticky Hand. Sticky Hand! Die Head in Time ist viel neuer als das. Ich weiß, aber es sieht trotzdem so aus, oder? Ich weiß gerade nicht mehr, wie es aussieht. Ich auch nicht, nee. Aber irgendwie so. Das hier, mich hat es an Lilo und Stitch erinnert. Zero Point Energy. Yo, yo. Warum? Was? Warum? So eine G-Mod-Anspielung bestimmt. Warum sollte er das so dumm machen? Warum sollte er das so dumm machen? Warum sollte er sich da hinstellen? Seit wann ist diese Kugel schwerer als so ein Safe? Vielleicht ist er einfach nur aus... Das muss das dichteste Material überhaupt sein. Was? Wait, was? Lightning Quick. Wieso hilft? Ach so. Das war der falsche. Moment. Oh, und jetzt erschießt ihr mich, oder was? Oh Gott. A winner is you. Ah, nee, das Raumschiff sieht anders aus. Aber woher nehme ich das denn? Das habe ich irgendwas. Hm. Ja, in Among Us gibt's wirklich die Map. Geil, ja, doch, stimmt, ja. Ja, das ist das Among Us Raumschiff oder was? Ja, stimmt. Warte, ich muss noch. A bad guy? Cool. Johnny. Knock knock. Wer ist da? My Flash. My Flash, wer? Warum haben wir keine Girl Scout? Ich will die Säure. Ja. Nicht trinken. Oh nein. I can't stand it. Niemals gegen den Wind öffnen. Die kommen so trocken. Staubsauger. Nee, der C4. Staubsauger natürlich. Nein, Staubsauger. Ich glaube, Staubsauger ist richtig, deswegen machen wir kurz noch C4. Okay. Mal C4, genau. Oh! Ja. Yeah. Au. Take cover, that's why. Wie wär's mit einfach aufmachen? Du bist ein Staubsauger-Vertreter, oh. Da ist ein Rad dran. Siehst du einfach alle raus. Das Menschen? Oh ja. Ja, einen hast du drin. Hey, wie hat er das aufbekommen? Okay. Oh, die sind böse. Sieht man. Disguise. Ja, ich würde sagen, wir versuchen uns gleich unter sie zu schleichen. Die Augen sind auch Teil des Kostüms. Man könnte sagen, sie haben vielleicht einen Verräter unter sich? Oh, verstehe ich nicht. Am Ende ist das richtig. Natürlich ist es richtig. Gut, die haben gerade ein Meeting. What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Warum sind da zweimal die gleichen? Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Oh. Oh. Warum ist das fail? Aber wir sind doch entkommen. Ja, weil er uns entlassen hat quasi für den Tag. Kleber. Weißer Bastelkleber, auch Leim genannt. Ja, den hat man nie dabei. Du vielleicht. Johnny, hör auf damit. Johnny isst schon wieder was. Ja. Ich hab so Hunger. Nein, das ist doch der Müll. Oh, hey, you see that record sign? Where it says record? That'd probably be a good place to look, right? Let me just help you get across that gap. Spring. Platform, Gravity Bubble, Robo-Help. Ja. Tailstall! Die hatten so Bock, Among Us zu zeichnen, man sieht's richtig. Oh, der Tailstall-Fluch. Oh. Er wird uns heimsuchen. Warum hat das funktioniert? Stimmt. War doch offensichtlich. Welchen Task hat er gemacht? Maeve. Was willst du? Ich krieg das nicht hin. Auf jeden Fall die Gatling Gun. Alright, get to bring out the big guns. Alright. Hey, should we get to go now? Aber was? Die wurde gegen uns. Was? Beide wurden erschossen. Ach, der Hubschrauber hat mir gegeben. Oh, Mind Control, das ist doch mächtig. Wow, this guy really is a moron. Can't believe he does not open a door. Da kam die Idee für den einen Task her. Whoops. Bone Melt. Oh ja. Yeah. Oh, der Arme. Das war der Liquefier. Oh, der lebt noch. Das ist ja super widerlich. Er lebt nicht mehr lange. Ja.
thing nobody Vermutlich. Knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Oh, Spook! Oh, hello, Mr. Spider. Oh, man. Er ist böse, er mag Spinnen. There's lots of guns, that's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Wenden. Ja. Oh, oh. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Yo. Oh. Oh, das ist Mass Effect, oder? Ja. Okay. I don't understand what that means. Das war ja nicht meine Methode gegen... Okay. I don't understand what that means. Ja, sag ich einfach das Gleiche. Das haben wir sogar nur bei ihm angewandt und nicht irgendwie bei... als Teil, um da durchzukommen. I'm sorry, I just thought you needed some help, is all. Nein! Voll Idiot. Aua. Au. Ah, ah. Was? Was? Hab's versucht. Das Zwiebel. Oh. Ja, mach mal aus. Reroute. Oh. Turn down the power now. Mm. Das ganze Ding stürzt ab. Stimmt. Ja. Oh, ja. Deswegen reroute. Sag einfach, du brauchst keine Hilfe. Das haben wir schon gesagt, es gibt noch die eine Möglichkeit. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Nee, irgendein random Room sein? A random Room with rats. Oh nein. Oh nein! Die ganzen Fotos sind ruiniert! Oh nein! Ausgerechnet dieser Raum. Ausgerechnet der Fotoentwicklungsraum! Die Dunkelkammer, nein! Banana Bomb! Ganz klar. Habt ihr eine Dunkelkammer zu Hause? Ja. 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 Banana. Ich lagere meinen Butterfass da drin. Das hätte ich jetzt gern. Das fühle ich. Oh nein, der Wind schon wieder. Ja, perfekt. Wo sollen wir wissen, dass das aus unserem Helikopter kommt? You snooze, you lose. Naja, stark. Sieh mal, was passiert jetzt in dem Fall. Nee. Flashbang? Du wirst selbst dadurch nicht blind. Oh. Du rennst es raus einfach, ne? Ja, natürlich. Hör auf zu rennen. Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. Yo. Ich mag das Design von der... What's going? Well. Oh, das war ein Rocket Jump. Ja. Ach, Quatsch. Was ist hier los? Was ist los? Hä, aber wir haben noch nichts, wir haben nichts erreicht. Doch, wir sind professionelle Spitze. Einfach Pilot Wings Musik hier. Wir haben doch die Infos geklaut aus der Bibliothek. Ah, stimmt. Ja. Ich komm nicht ganz mit. AV01, Moment. Es gibt vier Endings. 13 von 60 Fails. Was? Das ich dachte, dass wir so sind. Ja, das war ein großes Geld. Das hatte ich aber auch das Gefühl, dass wir ultra viel machen können gerade. Das Gefühl, so viel geht einfach nur immer in dieselbe Richtung. Das ist tatsächlich so. Wir müssen es ja nicht komplettieren. Aber ein paar Endings. No. Okay. Das ist ein guter Charles. Ja, Charles ja anscheinend. Der König? Nein. so angepisst. Was soll das hier? Ja, wieso hat er daneben geworfen? Falcon Kick! Falcon! Falcon! Wir können ihn nur spooken. Okay, da kann man nicht viel machen. Aber da ist eine andere Stelle mit 0 von 3. Plattform. Ah ja, hier. Da ist Charles! Wusste ich, dass der Charles heißt. Ich hasse es, wenn Aua. Das passiert. Das war einfach, TOTK. Alright, here I come. Hey, Charles ist hier. Schau ich dir an, wie fröhlich er ist. Er hielt sich eine Sekunde für eine schlechte Idee. Yeah, I have this thing here that can manipulate gravity. Should be able to get you to float across. Let me just... Down, nimm down. Left, right, left, right.
Das war auch einfach nur Gmod. Ja, ja. Hier sind sehr viele Gmod-Jokes. Den haben wir nicht versucht. Ab heißt, man floatet hoch oder man macht die Gravitation hoch. Transdimensionalizer. Visit alternative dimensions. Oh oh, okay. Wir sind ein eindimensionales Wesen. Ah. You went to the first dimension. Ah. Ich hasse, wenn das passiert. Good job. Remote access haben wir nicht versucht. Hacked into their security system. Should be able to open the door from here. Wir sollten in eine wir sollten in die dritte Dimension hochreisen und dann können wir den einfach alles klauen, was wir wollen, ohne dass ich glaube, du musst ganz an den Anfang. Oh ja, hier hätten wir noch, genau. Ja. Wir haben Earpiece und Sticky Hand. Ey, die Sticky Hand hat ja sofort funktioniert, ne? Cannonball! Die haben beide sofort funktioniert. Oh, Earpiece auch. Hat aber geklappt. War auch wahrscheinlich alle verschiedene Ending. Ja, vermutlich. Expanding Foam. Oh. Immer schön rein in den PC. Bisschen WD-40. nicht gut. Da stand, man sollte nicht Enjoy Buzzer. Wo kommt die Freude ins Spiel? Mave, zieh mal an meinem Finger. Das Spiel ist gecrashed. Oh, cool. Wo kommt die Freude ins Spiel? Und dann ist das Spiel down. Das war der Joy Buzzer. The game took that personally. Dann sehen wir mal, wer uns die Freude rauben wird. Der Joy Buzzer nämlich. Jawohl. Oh. Oh. Warum ist denn alles da angeschlossen? Oh, das ist so ein. Oh, so ein Teil mit. Oh, Mickey Mouse, es gab die schlechteste Version davon, die irgendwie sich nur ein bisschen gedreht hat. Johnny erinnert sich. Oh, echt? Was? Diese komischen Geräte, wo, wenn man jemand die Hand schüttelt, dann gibt man ihm einen Stromschock. Da gab es eins im Mickey Mouse Heft, das hat man irgendwie nur so ein bisschen gedreht und dann hat sich komisch gedreht. So richtig schlecht. Man, das ist einfach nur ein Gummiband, was man aufdreht und dann macht es so. Ja. Das war's. Ohne Strom, ohne alles. Das ist so scheiße. Oh, das ist Mario Party. Na, hätte sie in der Hand halten müssen, ansonsten explodiert sie nicht. Was hast du gedacht, was passiert, wenn du dahin gehst? Einfach jetzt warten, müssen wir nichts machen. Play. Top Hat, klar. Klasse Schlüssel. Den sehe ich doch. Ui. Oh Gott. Oh, Torrented Movies. Wir hatten ein Auto runtergeladen. Ich würde es nicht machen. Plopbox. Civ 5. Yay. Ui. Oh nein, das kenne ich. Oh, er hat Stickhold. Just one more turn? Nein, jetzt bin ich dran. Ja. Er wollte spielen. Nee, ich meine. Jetzt Johnny, jetzt will was. Renten wir ein bisschen. Ja. Oh. Das will ich haben, das Rubin. Der ist 20 Rubine wert. Hey! Ja. Lieb Teleport Stretch. Jetzt wollen wir also. Ich meine, will irgendjemand was anderes? Nee, wollt ihr nicht. Nee. Ich hab Hunger. Ich hab ein paar Gummis gegessen. Oh, ist Luffy! Ja, er war. Really grinds my gears. Oder Mr. Fantastic. Magic Pencil. Ich würde einfach runter, ich würde einfach springen und schauen, was passiert. Oder Miss Incredible. Ja. Ja, aber was, wenn du tatsächlich diesmal fliegen lernst? Siehst du, das meine ich doch. Ob. Ich meine natürlich Elastigirl. Fucking Enten. Schnatter, schnatter machen wir immer. In diesem Spiel gibt es eh zu viele Enten. Da wären wir ein paar Fans von dem. Wie finden wir denn den Retro-Glove hier? Ja, der ist super. Warte, der ist scheiße. Soll ich dir sagen, wie finden wir den denn, Johnny? Soll ich dir sagen, wie du den findest? Geilo! Das macht gar keinen Sinn, das klang, als hättest du es einfach gesagt. You look like an idiot. Aber das war. Diesem Geilo! Ding sieht so aus wie ein Nerd. Hacker! Ab in den Mainframe. Holy shit! Ja, lief gut. Ich meine, oh, Wizard Magic. Yo, Wizard Henry! Kein guter, aber. Road of One! Ha! Ist
die Indie-Anspielung. Dann machen wir das zu Papier. Soll das sein? Jetzt erkenne ich es. Der Blick. In Wirklichkeit bin ich, sehe ich ganz anders aus. Er ist doch bereits zweidimensional. Oh. Das ist Paper Mario. Mhm. Pop für Switch. Ist der Skater, was auch immer. Er hat sich einfach zurückverwandelt. Wie war das jetzt möglich? Du hast die Golden Gun von James Bond. Da ist das von Halo, das Schwert. Mhm. Eine lange das Katze. Eine Münze. No, ich will das Clawback. Final Clawpack. Destination. No Fun items. Fact. Eine Münze. Nimm einfach das Geld mit. Die von Animal Crossing, die Viecher? Halo, Schwertteil. Ja. Mhm. Schrinken. Ja, was für Gönner. Hey, yo, stop right there. Uh-oh. What's going on? Oh. It's like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's going rogue? All right, move to plan B. Call in reinforcements and move in. Oh, shit. Uh-oh. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to... Jepsen. Oh, das ist kein guter Ort. Was passiert hier? Alter, ist das riesig. Holy shit. Oh, nimm den. Ich bin auch der Propangas. Ja. Damit kann man so viel erreichen in so einer Situation. Hank Hill Quote. Theo. What? Hä? Hank Hill ist aus. Aus King of the Hill. Nein! Bist du dumm? Idee. Oh mein Gott, das hat geklappt. Naja. Naja. Geht so. Naja, was halt. War der Plan, Fully? Was war der Plan? Ich hab keine Ahnung. Hä, irgendwie verwirrt mich die. Hä? Oh. Die Position, in der wir uns befinden, ich dachte, wir sind auf dem Mittelteil von dem. Ja, ich hab's auch nicht ganz verstanden. Nicht? Ja, irgendwie nicht. Aber das ist eine epische Fallout-Referenz, falls es Fragen diesbezüglich gibt. Yo, holy shit. Aber das überlebte. Oh, das überlebte. Ja, wir haben immer noch den Anzug. Oh no. Was ein Schlachtfeld. Was passiert hier? Ja, das ist okay. Die Apokalypse. Wilson. We're not built to deal with this man. Go, evacuate everyone. I can take care of this. Nein, kannst du nicht. Was hat Wilson vor? Hä? Wieso sind wir jetzt Wilson? Okay. Dass das noch nicht erkennt. Das ist einfach was komplett verschmiert ist. Gaben. Gaben. Es ist Half-Life 3. Was ist dieses Spiel? Was pa. Hä? Wer bist denn du? Also, ich spiel auf keinen. Ah, es hängt. Ja, das Spiel. Warte mal, ist das Spiel. Ah, nice. Nee. Ah, nee. Oh, oh mein Gott, was? Half-Life 3 konnte nicht gestartet werden. Das ist so ein schlechter Joke. Wenn ich meine, der Joke war besser funktioniert, wenn das Spiel nicht wirklich schon ein paar Mal gecrashed wäre. Ja, genau. Ja, ich dachte erst, das wäre vom Spiel und dann habe ich mich gefragt, warte mal, ist es wirklich bei dir gecrashed? Dann haben wir das rangekriegt. Lasercut Mark 2. Yo. Mächtig. No! Oh, und das ist der Master Emerald. Oh. Wir nehmen unsere Probleme und schieben sie woanders hin. Das funktioniert immer. Und wir sind die Jungs. Das ist die Kavallerie. Das ist die Air Force. Oh mein Gott, die Alter. Sind pulverisiert. There he is. He's got the ruby. Now forget about it. We've got to retreat, or else the Topic Clan will be history. Oh, Ruby! Das ist wieder der vorhin die Bank kaputt gemacht hat. Ja. Kannst du mal bitte jetzt nicht hier mitten auf dem. Wir laufen jetzt mal wieder über den Weg. Diese Robocops. What is Ken? Shoot. Ich glaube, der Medizin ist gleich alle. Let him go. Was? Was ein Moment. Let's jetzt go! Sind wir sogar noch mehr. You. Alter, the best ending. Pure-blooded thief. Holy shit. Henry, warte, du bist eiskalt. Es gibt noch zwei Endings, ne? Ja. Wir haben generell super auf der relativ schnell die richtige Entscheidung getroffen.
Henry ist badass. Ich will gerade mal die Hälfte. Ja, schau, schau, wie oft wir das Richtige gemacht haben, einfach. Hm. Elevator. Das heißt Lift? Ach, die Tür, nein. Hm. Could have sworn. Ja, sag ich doch. Ja, da müssen wir ganz an Anfang. Nee, oder da. Ah, richtig. Kritzelbob. Was hast Drawn du da gezeigt? To life. Was hast sollte, du da sollte das überhaupt sein? Meine Eier! Oh. What did you draw? Nutshot Crawler. Bist du dumm oder so? Der Teleporter ist irgendwie aus dem Running Gag, dass der immer wieder da ist. Nee. Ja, der kommt ständig. Oh, endlich allein. Sieht der in Worms auch so aus, der Teleporter? Ja. Wir sind auf jeden Fall im Nichts gelandet. Das sieht irgendwie öfter 0 von so 2! Einfach eins in das Richtige Dank, gewählt. Ja, ja. Warte, bist du einfach, bist du schon rübergeliebt? Ah, verstehe. Hair off your bird, ja. Ja. Gravity Manipulator. Oh. Hm. Ja, falschen Trigger gewählt, Mann. Hä, wir haben wirklich die ganze Zeit das Richtige genommen. Oft. Ja, beim Schirm dachte ich eigentlich, das würde funktionieren. Doch, wir sind im Mittelding. Ich dachte beim Schirm, dass genau das passiert. Oh. Ja, Spoon ein Löffelchen Zucker. Voll Zucker. Das ist Mary Poppins. Ja. Mhm. Jede Medizin Johnny, bist du versüßt. Oh, dunkle Medizin Energie. Versüßt. Medizin oh mein versüßt. Gott. Nein, was? Mary Poppins ist so... Ich meine, ja, ich bin so jung, dass Johnny, meine Mom... Johnny, das ist okay. Oh Gott. Meine Mom hatte den Anime geguckt. Bombe. Als sie mit mir schwanger war, war meine Mom in Mary Poppins im Kino. Genauso wie sie. Ach, so ein tragisches Ende. Aber es war ein Rerun. So alt bin ich nicht. Nicht mal ein Text. Mm-mm. Was war das für ein Fun-Fact gerade? Fully meinte, ich bin zu jung für Mary Poppins. Ja, nein, war nicht auch. Das müssen wir am Anfang noch das letzte und nehmen, wie habe ich mir diese Unterhaltung vorzustellen, Johnny? Also Jonas, damals, als ich mit dir schwanger war, der ja, lief gerade ein Rerun von Mary Poppins. Ja, ja, sie hat irgendwie gesagt, diesen Film verbinde ich immer mit dir, Jonas, weil ich war mit dir hochschwanger, als ich den geguckt habe. Oh, okay. Irgendwie so. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. Oh, oh. Stuhl, eindeutig. Ja. Yeah. Oh, shit. Der Stuhl ist unschlagbar, war. Freunde. Ja, ich meine, natürlich war es richtig. Das ist das Dümmste. Nee, ernsthaft. Okay. Spikes. Oh. Was? Wieso sollte das nicht funktionieren? Manchmal ist Verteidigung nicht die beste Verteidigung. Schnell! Boost! Yeah! Also wir sind alle der Meinung, dass Eject funktioniert, ja? Ja. 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 Wave auch. Ich meine, der Punkt ist nicht mehr ein Typ in einem Plastikball. Warst du noch 50-50. Achso. Oh oh. Spring! Oh, das ist der super Warpstein aus Lego Racers. Wirklich? Ja. Wenn man dreimal Boost hat und einen weißen Stein, dann bekommt man so einen Warp. Oh, was relativ cool ist. Was ist das für eine Anspielung? Das ist ja super. Ja, ich dachte mir, ich hatte schon das Gefühl, dass ihr es nicht versteht. Das ist hier drin, das ist Lego Racer ist super. Nee. Ich hab's mal gespielt, aber nicht so sehr, dass ist ich mich so daran erinnere. Cool. Ist nicht so super, okay. Aber Beans! Oh! Was ist denn okay. In seiner Hand? Dann fehlen jetzt noch die Böhnchen. Dann wisst ihr, was jedes Böhnchen macht. Ein Tönchen, ne? Ja, Fudi kennt sich da wieder aus. Ey, Ivo, ich brauche noch Füße, ich hab Bohnen gegessen! Scheißen! Er hat sich nach vorne gefurzt. Wow! Nicht schon wieder. Oh nein. Er schafft den Task nicht. Ja. Oh mein Gott, Rocket ja. Jump! Da sind Robo-Pants von Wallace und Gromit. Viele Anspielung gerade. Das war richtig. Now I've got you. Oh oh. Cheese!
Ja, genau. Dirk. Nimm einfach Dirk. Jojo. Hä? Oh. Okay, wir haben kein ATB, das ist schon mal ganz angenehm. Das ist ein Right, ja, right Hand so Man. Chainsaw Man! Aus. Ja, das hat gereicht. Nee, nee, der greift jetzt gleich an. Nee, der ist auch. Tot. Oh. Oh. Nee, das ist die Todesanimation Final Fantasy 6. Ach so, easy. Ich dachte, der nimmt den Angriff auf. Ich hab ein Zelt bekommen. Das war nicht Golden Sun. Das hast du gut festgestellt. Oh, da war ein eindeutiger Among Us. Beef up! Oh, sorry, warum sage ich das immer rein? Jo. Oberschenkelmuskeln! Au. Ich glaube, das war nicht Maeve. Gesund. Aufblasbare Hose. Oh. Wieso? Manchmal ist das Einfache einfach die richtige. Manchmal ist das Einfache einfach schwer. Richtig. Was stand da? Keine Ahnung. Warum sind die, warum haben die Schreib's in die Kommentare. Holy shit! Er hat eine Geisel, ich springe jetzt. Ich wusste, dass die Kettin noch zum Verhängnis wird. I surrender the airship to you. Easy. Hm, wie bringen wir ihn rüber? Guck mal, der hat den Doppelzylinder, deswegen ist er der Chef. Oh mein Gott. Das da ist Newgrounds Tank. Mit den Tank in der Box. Hm, ich nehm den Tank. Nö. Ist der aus dem 3D-Drucker? Das ging schnell. Der hat überlebt? Was? Was? Ist er... Das war das Ending, oder? Mit dem Newgrounds Tank macht man nichts falsch. Official Pardon! Nice! Ja. 2013 sogar. Yeah, es war so klar, dass das was Gutes sein muss. Ja. Geilo! Ich dachte einen Moment lang, du hast es wirklich gesagt. Nein. Geilo! Jetzt kann Johnny den Discord Nitro nie wieder kündigen. Hab ich gerade schon. Oh mein Gott, ich hab wie oft... 6 Stück? Ich hab's vor einer Stunde gekündigt. Ich weiß. Fangen wir ja, geh nochmal zurück zu dem Tank. Laser. Oder das? Wir schießen zurück. Ja, natürlich. Tschüss. Es gab noch ein paar coole Sachen, wo wir den Panzer benutzt haben. Das war aus Mario, oder? Mhm. Das Stockstorm bei den Mario 64 Kanonen. Ja. Oh. Oh, stimmt. Ich nicht nur mal 64, ich glaube, den gibt's auch später irgendwie nur. Kolosse. Ich denke, wir könnten ganz ans Ende nochmal. Ja, also nächste Woche hast du noch irgendwie das Langweiligste, ne? Ja, ich meine, die machen das ja nur rein, weil. Also man muss das ja nicht alles angucken. I am full of beans. Oh. Keine Quicktime-Events mehr. Das war das letzte Spiel mit Quicktime-Events. Ach ja, das Jojo. Oh, das ist Earthbound. Oh, und gecrashed. Und das ist mein Abgang. Robopants! Das sind keine Robopants, das ist die Techno-Hose. Das erkenne ich, wenn ich sie sehe. Wo will der hin? Lebt nicht so gut. Nee. Oh. Oh. War das gerade? Wie heißt du nochmal? Your Bandy Harry. Ja, okay, ich glaube, es war Bandy Harry. Wie heißt er denn, Magneto? Du hast nämlich 4 HP, Mann. Oh, das ist ja. Oh, das ist der gute Song. Wir verteidigen uns. Ah, no, oh. Oh. Das war viel Damage. Ja, kein, was hier passiert ist. Er hat mehrfach angegriffen und uns damit gekillt. Das ist ein Arschloch. Das ist hier Earthbound, ne? Ja. Ja. Was haben wir bei... Sie! Der Song hatte nochmal eine Revival die letzten Jahre. Ja, der Meme-Song. Ja. Model Damage, ja.
Also. Ja, dann bashen wir einfach. Easy, gewonnen. Massive Shockwave. Gewonnen, oh, gar kein Problem. Mortal Damage. Oh. Es gibt noch die Goods. Wir haben noch Items. Ja, das ist die letzte Möglichkeit. Nein, 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 hör mir zu, Jungs. Ja, ich hör zu. Goods? Oh. Oh, oh. Ja, stark. Meinst du so, Fully? Ja. Stark. Hab ich gut gemacht, ne? Bone to the Earth. Ha. Ah, wir haben noch ein paar da hinten, ja, da, weil finale Fantasien. Ich hab jedes Mal Angst, dass das Spiel jetzt crasht. Ja. Fight! Wow, nein, das funktioniert nie gegen Bosse. Bombs? Nein. Au. Ja, von allen Optionen, warum willst du Fight wählen? Ich meine, der ist Blitz! Ganz lustig. Suplex? Suplex. Der ist immer auf Krawall aus. Oh. 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 Lied. Oh. 3 zu 37. Da war's wieder. Okay, dann haben wir noch. Magic sollte doch richtig. Warum ist Magic nicht richtig? Reflect. Oh. Auf ihn. Oh. Er spricht doch in Zungen. Ach, er hat's gemacht. Oh. Au. Mies. Reflect ist so gemein. Ich will die Dummies. Ja, das sieht so richtig aus. Oh, ich versteh's jetzt. Das war unüberdacht. Yeah. In der Entscheidung ist, glaube ich, das letzte Ending. Und zwar, siehst du, man hat man hat noch den Hut, ja. Ja, den Hut und die Mütze. Machen wir erstmal das. Way. Nein! Oh nein! Der Gesichtsausdruck. Butterfinger. Butterfingers! Das ist auch die Rakete aus Worms. Das ist vieles immer so Worms Designs. Bist du Teil der British? You think they're alright? Pretty big fall. I'm sure Henry had a plan. Denen geht's gut. What is it? Reingelegt! Verstehe. Jonathan! Yeah. Bist du jetzt von mir? Yeah. Boah, was ein Boss. Promoted. Ich meine, wir hier gehören wir auch hin, bei dem ganzen Hintergrund, den wir hatten. Ja, eigentlich schon, bisschen, ja. Civilization spielen. Ja, Mann. Ja, in Ruhe jetzt. Ich spiele mit Civilization. Nee, du. Oh. Okay, dann würde ich sagen, das war soweit ein bisschen Henry Strichmann. Hab ja, Heinrich. Es gibt noch zwei Episoden. Wir machen das in einem anderen Video, würde ich sagen. Die sind ja bestimmt auch ziemlich groß, beide. Ja, würde ich auch stark von ausgehen. Vor allem einer von müsste, glaube ich, neu sein. Jetzt sind beide so ultra klein. Vielleicht ist ja ganz rechts noch so eine Special-Folge. Da der Punkt ist. Ja, wie gesagt, das müsste, glaube ich, neu sein. Außerdem, die waren alle Punkte, bevor wir sie freigeschaltet haben. Ich fand das neue, aber das hier kannte ich auch nicht, also. Ah ja, achso, wir sind gar nicht bei der. Achso, ja, okay. Ich habe gerade gedacht, wir sind schon bei der nächsten Folge. Aber klar ist, dass das Among Us-Ding, das war eine Anspielung in Among Us an das Airship. Oder? Ja. Ja. Das ist das. Oh mein was Gott. Was? Das ist cool. Die Airship-Map ist dieses Airship. Das ist das Ende. Wenn du Airship sagst, dann denke ich immer, dass du Erschle sagen willst. Was? Er redet über Ersche. Airship. Ja. Ich weiß aber okay, trotzdem nicht, dass du über Ersche redest. Das Ende vom Brot. Johnny ist okay. Nennen Leute in deiner Umgebung, glaube ich, Erschle. Nee. In Bayern. Du bist ein Erschle. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Johnny ist ein Arsch in die Kommentare. Erschle. Erschle. Ciao.